Kommt mit zur Lautra Camp. Wir haben heute den 20.05. hier in Kaiserslautern und es beginnt heute die Kaiserslauterer Maikerbe, wie wir hier sagen, Lautra Camp. Ja, und es ist noch so einiges heute los. Eigentlich ist heute ja so richtige Unwetterwarnung. Sorry, ich war gerade ein bisschen irritiert von dem Hupen. Genau, ist voll die Unwetterwarnung eigentlich gemeldet. Aber wie ihr seht, aktuell haben wir noch strahlender Sonnenschein. Dann ist die Stadt noch total im Chaos, denn heute ist Relegationsspiel Kaiserslautern gegen Dresden. Bin schon sehr gespannt. Natürlich schlägt mein Herz, wie ihr wisst, für Kaiserslautern. Zum Start der Kerbe können wir noch sagen, es gibt gleich einen Fahnenmarsch. Den zeige ich euch ein bisschen, wenn wir ihn dann finden. Ich weiß nämlich nicht, wo er startet. Dann wird die Kerbe offiziell mit dem Bierfassanstich eröffnet. Ja, normalerweise gibt es am ersten und am letzten Tag noch ein Feuerwerk. Das wird aber aufgrund und Solidaritätsgründen zur Ukraine-Krise aktuell nicht stattfinden. Ja, was wir so heute erleben, zeige ich euch jetzt. Das war der Fadenumzug und ihr seht, hier hinten ist auch schon die Nina eingetrudelt, die begleitet uns nämlich heute. Ja, so zwischendurch zeige ich euch einfach mal ein bisschen, was hier alles so aufgebaut ist. Vom ersten Blick hier, es sieht eigentlich alles so aus wie vor Corona. Wir gehen jetzt als erstes mal durch die Shoppinggasse. Nee, bei uns heißt Shoppinggasse hier. Wir hatten ja eigentlich darauf gehofft, dass wir heute den Starttermin vom Avengers Campus Bescheid bekommen. Aber Nina, wir müssen eigentlich gar nicht nach Paris. Wir haben den nämlich hier in Kaiserslautern. Nina will ja nicht mit mir fahren, aber ich mach schon mit. So, hier seht ihr die Avengers Thematisierung. Oh, wie sieht's aus? Können wir noch eine Zugabe besser machen? Wollen wir doch? Ja, dann machen wir noch. Gleich kommt der Bierfass am Stich und für die Zwischenzeit habe ich mir schon mal eins gegönnt, also ruft ihr Leute. Gegen kühles Weiße kann man nichts sagen. Musik.
dann nähern wir uns ganz rapide der feierlichen Eröffnung unserer Lauter Kase. Nicht nur ihr Schausteller, sondern auch unsere Besucher. Sie haben es auf dem Barbarossa-Land, haben sie uns bewiesen, dass sie Kerbe möchten, dass sie zu der Kerbe stehen, auch wenn sie eingezäunt war, das Barbarossa-Land. Sie sind trotzdem gekommen. Und deswegen macht es mich stolz, heute hier die Maikerbe zu eröffnen, wieder ganz normal, wie es so 2019 war und die Jahre zuvor. Mal ganz kurz zu den Preisen hier. Also ich habe ein Cola-Weizen und eine Cola geholt. Die haben zusammen 9 Euro gekostet. Also kann man wirklich nichts sagen. Und ich denke, es ist bestimmt auch noch Pfand drauf. Also von den Preisen her, was wir bis jetzt gesehen haben, wirklich sehr, sehr gut. Und bei so einem Bier fast an sich gibt es natürlich auch Freibier. Und im Hintergrund läuft jetzt gerade das FCK-Lied. Deswegen ist es kaum noch zu halten. Genau, und dann sind so ein bisschen... Gibt es auch den FCK? Ole, 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 ola. Der FCK ist wieder da. Ole, ole. So, genug gesungen. Es liegt definitiv nicht am Bier. Ich habe jetzt nur ein halbes getrunken, aber habt ihr jetzt noch 2 vor mir. Vielen Dank für das Freibier. So schmeckt Bier eigentlich immer noch ein bisschen besser. Jetzt ein bisschen längeren Stopp im Zelt, ein bisschen unfreiwillig, aber es hat so runter gemacht. Es gab auch eine Unwetterwarnung jetzt für 19.15 Uhr bis 20 Uhr und siehe da, Punkt 20 Uhr und es ist wieder trocken. Klar, der Boden ist noch nass, aber können wieder unbedacht rausgehen. Also ich habe jetzt hier mein Favorite Stand gefunden, den zeige ich euch jetzt mal. Das ist so cool. Das sind so Bälle, in die man reingehen kann und man rollt da auf dem Wasser rum. Richtig cool. Wir sind jetzt mal eine Runde gelaufen und so kann man von den Preisen sagen, dass sie natürlich teurer geworden sind, aber immer noch im Rahmen sind. Und von den Ständen, also von der Größe her, ist es auch eigentlich ziemlich wie vor Corona. Es fehlen hier und da mal ein paar Stände, aber ansonsten gibt es eine wirklich große, große Auswahl, kann man nicht meckern. Und ich bin bestimmt nicht das letzte Mal hier. Wie immer, wenn wir hier sind oder wenn wir auf der Kirmes sind, müssen wir jetzt auch schießen gehen, mal gucken, wie viele Treffer wir heute schaffen. Also ich würde sagen, heute räumen wir mal ab. Also es macht richtig Spaß heute. Die Dinger hier gehen richtig, richtig gut und ich finde, das ist schon die halbe Miete an diesen Teilen. Wir fahren jetzt die erste Attraktion. Für uns geht es ins Geisterschloss. Nee, die ganz große Geisterbahn. Die Wegen hier, die sehen aus wie die Doombuggies im Disneyland. Let's go! Thank you.
es war lustig. Mit echtem Erschrecker. Aber es war sehr, sehr lustig. Wir wussten, dass er kommt, aber dass er dann eine Kettensäge dabei hat, das war dann schon ein bisschen gemein. Dieser Stand hier so ganz im Eck gelegen, das ist mein Highlight. Und zwar gibt es hier verschiedene Baguettes. Hallo! Und ein richtiges Highlight ist hier Pfälzer Dampfnudel mit Salzkruste. Also jeder, der euch erzählt, dass eine Dampfnudel keine Salzkruste haben muss, der lügt euch einfach nur an. 4 Euro hat das hier jetzt gekostet. Das von der Nina mit Camembert und Breiseln. 5 Euro. Also kann man echt nichts sagen. Bisschen günstiger als in Mannheim. Und ja, probieren wir mal. Es ist sehr heiß. Aber so gut wie immer. Ich gucke jetzt mal, ob meine Übungen von Ostern Früchte getragen haben. Man jetzt mal Pfeilschießen, Bogenschießen, so rum. Ja, die ersten zwei waren gut, danach nimmer so, aber wir gehen einfach noch ein bisschen üben. Nächstes Jahr ist ja Ostern wieder Eierschießen. Für meine zwei fantastischen Schüsse habe ich hier Cinderella Seifenblase bekommen. Also wenn es das nicht wert war, dann weiß ich auch nicht. Die Nina hat sich hier einen Langosch geholt mit, muss höher, noch höher, yeah. Mit Zitrone und Honig. Wie viel hat es gekostet? 4,50 €. Finde ich, kann man nichts sagen. Guten Appetit. Ich traue mich jetzt mal auf diesen Avengers Ride. Die anderen Schlappis fahren nicht mit mir, aber macht nichts. Richtig, richtig geil. Also oben schwebt man natürlich, aber wenn es so runter geht, wird man richtig in den Sitz geschnitten. Aber es hätte auch nicht mehr länger gehen dürfen. Noch ein weiterer Lieblingsstand von mir, die Schokofrüchte. Und hier könnt ihr noch mit D-Mark zahlen. Und ich hole mir jetzt mal natürlich eine weiße Schokobanane. Meine Schokobanane hat 3 Euro gekostet. Finde ich vollkommen in Ordnung. Und schmeckt super. Sehr lecker. Das hier ist auch ein ganz berühmter Stand hier auf der Lautra Cup. Und zwar gibt es hier halbe Hähnchen. Was gibt es hier alles? Brathaxen noch? Und Krustenbraten, meine ich. Hähnchen habe ich. Und dieses mit den Krusten, was so beliebt ist. Also halt deutsche typische Küche. Verzeiht mir, dass ich es nicht so weiß, weil ihr wisst ja, von Knochen abbeißen ist nicht so meins. Aber ist auch immer sehr, sehr beliebt hier. Wie gesagt, heute recht wenig hier los auf der Kerbe, weil einfach der FCK spielt. Und ja, die meisten Leute sind halt dort. Das war mein kleiner Rundgang mit euch auf der Lautra MyCap. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Also ich bin total froh, dass das Ganze wieder zurück ist. Wie gesagt,
dadurch, dass heute Fußball ist, ist die ganze Stadt auf dem Betzeberg und nicht hier. Normal ist es hier wirklich viel, viel voller, vor allem am ersten Tag. Ansonsten zu den Ständen kann ich sagen, klar ist alles ein bisschen teurer geworden, aber ich finde, es hält sich hier echt noch in Grenzen. Ist vollkommen in Ordnung, was die Preise angeht. Ich habe das Gefühl, als es zur Pandemiezeit des Barbarossaland gab, dass es da teurer war. Oder zumindest die Sachen, die wir gemacht haben. Ein paar Stände, die wir ganz gerne hatten, die haben gefehlt. Zum Beispiel die Pilze mit der Knobisoße, die habe ich vermisst. Dann fehlt noch ein Boxautostand, aber in Ordnung, von der Größe her vollkommen in Ordnung. Macht so viel Spaß wie immer. Wir sind richtig zufrieden, so froh, dass es wieder zurück ist. Ich bin am Sonntag wieder hier, allerdings ohne YouTube. Eventuell kommt Daniel und Sven mich besuchen und wir gehen zusammen hierher. Genau, dann genieße ich das Ganze aber so ein bisschen, mache nur ein bisschen Instagram mit. Ja, und wenn euch das Ganze dann gefallen hat, dann lasst mir natürlich einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, drückt die Glocke, kommt hierher, besucht die Lautre Kerwe. Könnt ihr noch bis Montag, den 30.05. genau. Ja, und dann sehen wir uns bald wieder, morgen im Holiday Park.